LOL. LOL. Baku. Haut mir das Video raus. Dekadent hat ein Video rausgehauen. Da Vinci, Koks und Mansplaining. Karl reagiert auf eine Schlaftablette. Wollen wir uns das reinziehen? Eins in Chat oder zwei in Chat für erstmal FIFA Gaming angucken. Was ist denn das, Alter? Ey, das sieht ja jetzt schon. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Das sieht interessant aus. Das lohnt sich richtig. Dass das lohnt, meinst du wirklich, das lohnt sich? Ach du Scheiße, okay. Okay. Das wird jetzt ganz spannend. Wir gucken uns jetzt das Video an. Schluss jetzt. Ja, Icke, mir geht's genauso. Ich bin auch kein großer Fan von Herzlich Dekadent. willkommen. Ist auch drei Stunden alt, dieses Video. Oh Gott, Alter, der Typ, ich höre nur zu. Warte, ich muss ganz schnell, muss ich meine Kamera so ändern, dass es bündig mit dem Chat ist, weil Fischi hat mir da einen Einlauf gegeben. Bitte nicht weiterlaufen, wir wollen keine Deeskalation. Bringen wir uns jetzt, nein. Ja, mal schauen, ob es auch bündig wird. Es ist immer noch nicht bündig. Oh Mann. Beim nettesten Morgensblogger der Welt, heute aus aktuellem Anlass ein Video Das ist der Morgensblogger der Welt, Leute. zu Sylvie Carlson, die in ihrer Instagram-Story zum ersten Mal zu dem großen ApoRed-Drama was gesagt hat. In den letzten Wochen war es sehr ruhig um sie. Sie hat nichts auf Instagram hochgeladen, keine Stories gemacht Willst du und da auch eigentlich schon keine viele Follower? YouTube-Videos veröffentlicht. Und alle haben gewartet und sich gefragt, ob sie jetzt endlich was zu diesen ganzen Vorwürfen gegen. Ich finde auch, ich finde, Da Vinci sollte in seinem Kompetenzbereich bleiben, Mann. Aprox, herzlich willkommen, Bruder. Junge, was Ich ist das? finde, Da Vincis Stimme ist so unendlich langweilig, seine Rhetorik ist so unendlich ermüdend, dass es wirklich anstrengend ist, sich so ein Video reinzuziehen. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ist auch wirklich der einzige Mensch auf diesem Planeten, wo ich Koksen begrüßen würde. Ich bin da voll bei dir. Ich würde da so ein bisschen MDMA, Speed oder Koks echt begrüßen bei ihm. Der soll sich einfach medizinisch hier zwei, dreimal am Tag so eine Ladung Koks reinkiffen, dass da mal ein bisschen Wallung reinkommt. Aber ich fand es dennoch spannend, euch. Junge, Junge, was ist mit Dekadent los, Junge? Ey, okay, ich finde ihn wirklich. Also, ich bin ja auch kein großer Fan, weil er halt so von Grund auf was gegen Meinungsblöcke hat, aber. Junge, einfach aus dem Nichts Das zu kommt. zeigen und euch auch nicht vorzuenthalten. Aber hört erst mal selbst, was sie zu sagen hat. Es hat sich sehr viel. Außerdem, ich habe das noch nie verstanden, warum der Hund von Family Guy hier drin ist. Mit so einem. Ich habe das noch nie verstanden. Es ergibt für mich gar keinen Sinn. Vorzuenthalten, aber hört erst mal selbst, was sie zu sagen hat. Es hat sich sehr viel verändert in dieser Zeit. Also, mir ging es die erste Woche extrem schlecht. Ich bin so unglaublich gewachsen an dieser Sache. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Ich habe sehr viel über toxische Männlichkeit gelernt. Und ich habe sehr viel über mich gelernt, so ja, und jetzt Die Frage ist, ob das wirklich toxische Männlichkeit ist oder ob das einfach jugendliche Hurensohnigkeit. Ich würde fast sagen, dass es jugendliche Hurensohnigkeit ist. So, wenn du als 14-jähriger ApoRED-Fan so eine Geschichte mitbekommst, dann bist du halt noch nicht wirklich männlich. Und erst recht kein Mann, sondern dann bist du halt irgend so ein präpubertäres Mistblach, das mal ein Arsch. Ich gebe dir 20, 10 Euro, wenn du mir 20 gibst. Okay. Dann überweise mal 10 Euro. Dann können wir mal drüber gucken, ob ich das mache. Voll kriegen Mal schauen, wie sehr du mir vertraust. sollte vom Papa. Ne? Und dann kann man da jetzt nicht wirklich von männlicher Toxischkeit sprechen, in meinen Augen. Ja? Möchte mich erstmal bedanken für alle, die noch da sind, die mir geschrieben haben. Auch andere InfluencerInnen, YouTuberInnen, die mir geschrieben haben, mir Und Twitch-StreamerInnen auch. zur Seite gestanden sind. Das hat mir tatsächlich in der Situation sehr gut getan und es Klapp hat mir 20, da Kraft moin. gegeben. Und ich möchte an dieser Stelle eigentlich gar nicht auf diesen Fall eingehen, weil ich habe mich vor Jahren dazu entschieden, das nicht zu tun, wenn andere. Und wieso macht Da Vinci dann ein Video, dass sie ihr Schweigen bricht und ein Statement raus? Ach so, okay, das ist natürlich aber wieder krasser Clickbait, oder? Sagt Da die wurde ich Verena schon mal wieder heute. komplett über den Tisch gezogen hier von Da Vinci. Dass ich mich nicht wehre, weil das tue ich. Und genau deswegen mache ich die Story, weil ich mich in der Verantwortung fühle, das jetzt zu sagen. Weil die letzten Wochen so viel Mansplaining-Scheiße abgegangen ist, dass wahrscheinlich Betroffene, wenn sie das gesehen haben, denken, sie müssen die Klappe halten. Aber
das müsst ihr nicht und ihr dürft entscheiden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich bin als Mann auch nicht in der Situation, sowas sagen zu sollen, insbesondere jetzt nicht Silvi gegenüber. Aber deswegen versuche ich sehr wertungsfrei die folgende Formulierung über meine prallen, voluminösen, Angelina Jolie-ähnlichen Lippen vorbeisprießen zu lassen. Und zwar, mir geht das echt tierisch auf den Sack, Alter, wenn jemand Mansplaining oder männliche Toxicity oder so einen Scheiß verwendet, Alter. Das sind halt solche ekelhaften Buzzfeed-Buzzerwords, dass ich da jetzt schon echt einen zu viel kriege, wenn das überhaupt ausgesprochen wird, Mann. Also das liegt jetzt auch nicht daran, dass ich ein Mann bin oder so. Ich finde es auch scheiße, wenn du Chauvinisten hast und Leute, die abfällig über Frauen reden und so außerhalb von humoristischen Darstellungen. Aber trotzdem ist halt nicht alles Mansplaining, Mann. Es ist halt nicht alles Mansplaining. Und das ist halt so ein scheiß Buzzerword, was viel zu häufig verwendet wird und was viel zu viele falsch verwenden. Und dadurch verliert der Begriff dann auch an gottverdammter Bedeutung. Weil wenn mir ein 13-Jähriger schreibt, dass ich so hässlich bin, dass ich nicht vergewaltigt werden hätte können, dann ist das nicht Mansplaining. Und dann ist das auch keine... Das wäre dann sozusagen diese jugendliche Hurensohnigkeit, wie er es vorhin gesagt hat. Ja, sehe ich halt genauso. Ich finde auch, es ist auch bei vielen Wörtern, die einfach falsch genutzt werden und dementsprechend steht es dann halt, oder ist es dann wieder von der Bedeutung her abwertender. Männliche Toxicity. Sondern dann ist das halt einfach nur ein dummer, präpubertärer Hurensohn. Punkt. Und nichts von dem, was eigentlich behandelt werden sollte. Vielen Dank, Entemann. Ist übrigens Mansplaining gerade, Karl. Ist überhaupt gar nicht wahr, weil ich das ja nicht geschlechterabhängig mache, wer das sagen darf und wer nicht. Ich finde, alle sollten damit ein bisschen die Fresse halten. Und ja, wenn einem das so am eigenen Leibe passiert... Mansplaining ist doch in meiner, also wenn du so als Mann dich schon mal per se über die Frau stellst und dann von oben herab der Frau erklärst, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Vor allem in diesem sensiblen Kontext, dann hat man, entweder man zerbricht daran und geht daran kaputt, weil es einen extrem belasten kann, oder man wird stärker und Schönes Beispiel ist der Frau, die Periode zu erklären. Das ist zum Beispiel tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, da gehen wir dann in den Bereich des Mansplainings. Weißt du? Okay, das ist dann aber auch offensichtlich so. Wenn du einer Frau ihre Anatomie erklärst, Chichi an der Stelle. So, pass mal auf, Mädchen. Du musst den Tampon einfach nur vorher 32 Grad nach links drehen, bevor du den reinpfefferst. Dann ist das auch ein bisschen... Weißt du, so würde ich sagen, okay... Das ist halt ein Kompetenzbereich, da sollten Männer jetzt Frauen nicht unbedingt erzählen, wie es funktioniert. Aber nicht jedes Mal, wenn eine Frau von einem Mann korrigiert wird, inhaltlich oder sonst wie, ist das automatisch Mansplaining. Das ist für mich ein Freifahrtschein für Frauen, die sich auf den sozialen Netzwerken benehmen wie die Axt im Walde. Weißt du, wenn du als Third-Wave-Feministin im Internet deinen dummen Scheiß von dir gibst, dann hat das nichts mit Mansplaining zu tun. Ey, können wir jetzt mal wieder weiter auf Da Vincis Video blicken und nicht auf die Aussage? Wenn ich dir sage, dass das stumpf und dämlich ist. So, das ist... Nein, es ist nicht Mansplaining. Wenn ich bin zufällig ein Mann. So, aber jeder Mensch mit Hirn würde dir sagen, dass diese Meinung halt nicht salonfähig ist und du ein bisschen aufpassen solltest, was du da von dir gibst. Und da, das ist halt so ein Freifahrtschein. Mich regt das auf, Mann. Die stellen irgendwelche wilden Thesen in den Raum, du antwortest und kriegst dann direkt als Antwort, ja, aber das ist ja jetzt ein perfektes Beispiel für Mansplaining. Nein, ist es nicht. Ich denke, die meisten von euch haben auf ein Statement von Silvi gewartet und ich natürlich auch. Kannst du mal bitte aufhören, Michael Jordan zu verwenden in deinen Videos? Und warum einen weinenden Michael Jordan? Warum das MJ-Meme von der Hall of Fame? Ich verstehe es nicht. Auch jetzt kam nach 3 Wochen Sendepause. Er verwendet das halt so oft einfach. So einfach, er spricht einfach das an, was so viele sich fragen. So, warum nimmt er einfach Michael Jordan mit rein? Oder warum nimmt er Leonardo DiCaprio mit rein?
Das ist so stark. Also diese Fronts feiere ich brutal. Endlich auch diese Instagram-Story und ich habe da ein wenig mehr erwartet. Sicherlich, ich kann verstehen, dass sie so vorgegangen ist. Sie hat sich das ganz gründlich überlegt. Was macht jetzt Leonardo DiCaprio da? Und ist den juristisch sicheren Weg gegangen. Hätte sie die Namen jetzt nochmal genannt, dann wäre das natürlich sicherlich wesentlich schlechter dann vielleicht auch für sie vor Gericht oder könnte vielleicht noch negative Konsequenzen. Ich würde jetzt eher noch feiern, hätte ja den echten Da Vinci einfach mit reingehauen. Einfach den Künstler. Haben sie halt. Ich habe auch immer das Gefühl, also der spricht halt echt so, als ob er einen Schwanz im Maul hätte, ne? Hat sich das auch selbst nie ausgesucht. Das ist ja Mimis Schuld, dass das so ist. Das ist ja so stark. Junge, was ist das für eine Reaction, Leute? Was ist für eine Reaction einfach? Ist eigentlich Karl immer so in seinen Reactions? Ich dachte, das ist immer so einer, der begründet sehr viel, möchte seine Aussagen nochmal raushauen. Aber dass er einfach so ist, Alter, holy shit, was ist das bitte? Er hat den Namen genannt und sie wollte das ja nie und das war ja anscheinend auch nicht miteinander abgesprochen. Ach, und sie war ja auch sehr überrascht. Spuck doch das aus, was du im Maul hast, Mann! Apparat-Video. Das ist aber so eine, keine Ahnung, so 50 Gramm Simichi im Mund hätte. Gesehen. Oh, ich kann nicht mehr, ohne Scheiß. Ich sollte mich dringend löschen. Und auch die PN, wo sie nochmal bestätigt hatte, dass es... Was hast du da im Mund?! Was hast du da im Mund? Hört euch das an, das ist das Original, als ob der was im Mund hätte. Das triggert mich. Ein Apparat-Video. Ach, Leute. Der hat ja nichts im Mund. Der hat doch diese halbseitige Lähmung im Gesicht. Also wenn man das weiß, dann ist das... Dann ist das wieder eine schwierige Sache, muss man sagen. Wie Dicker denn damit umgeht. Also ich muss sagen, die Reaction ist ja lustig und geil, aber wenn man weiß, dass Da Vinci nicht wirklich so redet, also der redet ja schon irgendwie so, aber das macht es dann auch mal ein bisschen anders. Dann ist das schon wieder ein bisschen was anderes. Huch. Der hat was im Mund. Der hat doch da was im Mund. Gesehen und auch die PN, wo sie nochmal bestätigt. Der hat da was im Mund, als ob der eine Kippe im Maul hätte. Cody Royal, ich grüße dich erstmal. Das hört sich an, als ob der eine Kippe im Maul hätte. Er hat momentan irgendwie eine Gesichtslähmung, Real Talk. Das heißt aber noch lange nicht, dass er sich trotzdem was ins Maul stecken muss, wenn der Videos aufnimmt. Gesichtslähmung hin oder her. Instagram-Story bei dem Thema bleibt, dass das alles passiert ist, wissen wir, dass es anscheinend von ihrer Seite passiert sein muss. Ob das jetzt stimmt, weiß man nicht. Es steht Aussage gegen Aussage nach wie vor. Ich weiß auch nicht, wem ich da glauben soll. Das sage ich auch nochmal ganz klar hier. Ja. Aber im Großen und Ganzen... Alter, warte mal ganz kurz. Dekadent hat 4.800 Subs. Was? Dekadent hat 4.000? 800 Subscriber? Holy shit! Alter, wie geisteskrank ist das? Das ist einer, dann müsste es ja von den Subs her mit vielleicht unter den Top 20 der meistgesubten Leute auf YouTube, auf Twitch in Deutschland sein. Wie krank, er hat einfach 4.800 Subs? Holy shit! Das sind einfach über 10.000, das sind mehr als 10.000 Euro safe im Monat. Plus Spenden kommen natürlich auf eine deutlich höhere Summe. Ey, das ist ja fucking insane. Muss man Alter. Sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Sie hat jetzt... Dekadent wohnt jetzt auch in Irland und spart somit zusätzliche Steuern. Also ob der wohnt in Irland? Okay, ist auf jeden Fall krass, hätte ich nicht gedacht. Können. Zack, so ist es. Aber ich kann es natürlich, wie gesagt, auch verstehen. Krass, Mann. Weil wirklich. Sie richtig. Hat sich das nicht ausgesucht. Sie konnte sich auch nicht... Leute, wir müssen auch nach Irland ziehen, damit wir Dekadent dort auch mal live zu sehen bekommen. Nicht nur im Stream. Deswegen, ja, jetzt sind wir hier gerade umgezogen. Aber ich glaube, in ein, zwei Monaten kommt dann doch der nächste Umzug. Deswegen, let's go. Aussuchen, dass Carina für ja, Irland, quasi nochmal Partei ja, ergreift und sich da quasi selbst nochmal mit schadet. Das konnte sie auch nicht ahnen. Von daher kann ich auch verstehen, dass sie den sicheren Weg geht. Ich hätte es aber... Der Schnitt ist halt so langweilig und Da Vinci meinte, er möchte jetzt endlich seinen Schnitt komplett verbessern. Wie gefeiert, wenn sie jetzt quasi auch das, was sie bei Apparat in der DM... Auf einer Skala von 1 bis 10, wie langweilig? Ja. Ja. Die Antwort ist ja. ...gesagt hat, auch nochmal in einem Statement gesagt hätte, um Alter. Vielleicht Carina, Mimi oder generell auch sich nochmal in eine stärkere Position zu bringen. Dann so sieht das... Und das Problem ist aber bei Da Vinci,
Du guckst ja das Video von Da Vinci an und du denkst, dir fällt dann währenddessen du drauf reactest, fällt dir ein oder fällt dir auf, dass nichts hängen geblieben ist. Es ist nichts hängen geblieben bei seinen Videos. Also bei mir ist es immer so, ich gucke mir zum Beispiel ein Video von Da Vinci an, so im Stream, und ich denke mir dann so, nach 2-3 Minuten Reaction, denke ich mir so, was hat er jetzt nochmal erzählt? Ich weiß es dann halt auch einfach nicht mehr. Das ist momentan Aussage gegen Aussage aus und ApoRed. Ja, Broman, warte ich. Technisch schon als Gewinner da. Er hat sehr viele Abos gemacht, glaube ich, über 50.000. Auch wie er ausgeschnitten wurde. Also so mit den Geldscheinen wurde er einfach ausgeschnitten. So, anstatt man sich einfach, Alter, was ist das für ein Bild? Und der Radierer wurde auf einer übelsten, wurde übelst weich gemacht. Und hier ist die Hand fast nicht mehr zu sehen. What the fuck, Alter? What the fuck? Wie ist denn das ausgeschnitten? Das triggert mich zum Beispiel. Und mit dem Geldschein, das muss doch auffallen, dass die Geldscheine einfach mit dir drauf sind. Das sieht doch scheiße aus. Abos in den letzten 3 Wochen massig an Zuspruch. Und das ist auch gut so, wenn er unschuldig ist. Denn wenn sowas wirklich erfunden wurde von den Mädels, geht das überhaupt nicht. Sollte allerdings irgendwas dran sein, ist das natürlich wirklich ein bisschen strange und sollte natürlich auch vor Gericht dann geklärt werden. Ich bin gespannt, wie weit das noch weitergeht. Ihr könnt gerne eure Meinung auch sagen, auf welcher Seite seid ihr jetzt? Oder könnt ihr euch da auch kein richtiges Bild drüber mehr machen? Und ne Scheiße, mir ist nichts hängen geblieben von dem Video. Mir ist wirklich wieder nichts hängen geblieben von dem Video. Ich finde, es ist ein sehr erwachsener Umgang für eine bald 40-jährige Person, seine Kinder-Community zu fragen, auf welcher Seite sie jetzt stehen. Gerade bei so einem Thema. Da geht es ja vor allem darum, dass man weiß, auf welcher Seite die Community steht. Weil, wie gesagt, momentan kann man nur sagen, es steht Aussage gegen Aussage. Und vor Gericht muss das dann geklärt werden. Mit Zeugen, mit Belegen und Co. Und richtig. Das wird wahrscheinlich... Baku, ich, ohne Witz, sowas auszuschneiden, dauert bei mir nicht mal 2-3 Minuten. Nicht mal, das ist eine Sache von, keine Ahnung, also du nimmst einen Radierer, gehst schnell rum, das war's. So, machst noch ein bisschen auf weich und oder kleine Stellen, machst du kurz weg, das war's. Also das ist ja nichts, das ist ja übel schnell. Ja. Das Ding ist halt, jetzt bei dem Video, das hat für mich gar keinen Mehrwert gehabt. Also das Video, es ging... Um Sylvie Carlson bricht sein Schweigen. Sylvie Carlson macht ein Video auf Instagram oder macht eine Instagram-Story, wo sie sagt, dass man ruhig sagen sollte, was vorgefallen ist und dass sie sich nicht weiter dazu geäußert hat und sich nicht weiter äußern möchte. Und wo hat sie jetzt ihr Schweigen gebrochen? Hätte sie jetzt ihr Schweigen gebrochen, dann sähe das so aus, dass sie ein Statement rausgehauen hätte zu der ganzen Sache, was wirklich passiert ist und so weiter. Ja, aber... Keine Ahnung, ob das ein Schweigenbrechen ist. Und richtig. Sie schweigt ja trotzdem noch Bezeugen über das Thema. Und Belegen und Co. Wer weiß denn nicht, wie sowas funktioniert vor Gericht? Noch interessant werden. Mal sehen, ob Mimi jetzt noch mal irgendwie was Großes raushaut. Da warten ja auch viele noch drauf. Da wurde ja auch irgendwie gemutmaßt, da kommt noch was. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Sollte euch das Ganze hier interessieren, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr motivieren. Und dann seid ihr hier immer auf dem Laufenden. Ich muss da jetzt abonnieren, um jetzt... Die abonnieren einfach nur, weil das ist ja wirklich also der unnötigste. Was, er hatte Da Vinci abonniert oder wie? Da müsste er ja Scheiß wissen, gewesen, den du. Ich abonniere nochmal, um dann nochmal zu deabonnieren, einfach nur, weil das doch also wirklich eine bodenlose Frechheit ist. Oh. Eine der wichtigsten Reactions, eine Schicksalsreaktion für euch. Also man kann jetzt sagen, was man will, aber die Reaction war definitiv lustig. Auch wenn es natürlich... Da Vinci konnte da nichts dafür, dass es so klang, als hätte er was im Mund. Trotzdem äußerst amüsant, definitiv. Ja.